Unter anderem, dass man tricksen will. Das sozusagen, dass man Allah subhanahu wa ta'ala tricksen will. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas verboten hat, dann versucht man irgendwie das anders zu interpretieren, irgendwie das anders zu erklären, damit man am Ende sagt, das ist für mich halal, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala das verboten hat. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala über das Volk Israel gesprochen, subhanahu wa ta'ala, mit ihrem Unrecht. Und was sie von Ungerechtigkeit getan haben, dann haben wir, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dann haben wir ihnen vieles von dem, was erlaubt bei ihnen war, verboten. Das war bei ihnen erlaubt. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala das verboten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, alles bei ihnen war erlaubt, außer was Israel, das heißt Jakob alayhi salam, was er sich selber verboten hat. Jakob hat sich selber verboten, dass er Kamelfleisch isst und Kamelsstuten Milch trinkt. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala das erklärt im Koran. Aber was haben die gemacht? Auch Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen alles erlaubt hat. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen etwas verboten. Und zwar Fett von den Tieren, vom Fleisch. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala das verboten. Was haben sie gemacht? Die Juden, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gesagt, das ist verboten. Was haben sie getan? Sie haben dieses Fett, was natürlich, barakallahu fikum, was nicht flüssig ist. Sie haben das gekocht, bis das flüssig geworden ist. Dann haben sie das verkauft und sie haben den Ertrag davon für sich selber benutzt. So haben sie sozusagen einen Trick gemacht. Ein Trick haben sie getan. Damit sie am Ende etwas erreichen, was verboten ist, als halal. Deshalb haben wir in unserer Religion alles, was zu Haram führt, was zu Verbot führt, von allen Wegen und allen Schritten ist verboten. Und immer, müsst ihr verstehen, liebe Muslime, es gibt zwischen Halal und Haram einen Tunnel. Und die Leute versuchen das immer zu interpretieren, damit sie am Ende sich selber erklären, was wir tun, ist in Ordnung, ist halal, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat das verboten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so wahren. Und die Geschichte, die sehr bekannt ist, die Geschichte von Samstag bei den Juden, ist so bekannt. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen verboten, dass sie Fische und Wale am Samstag fangen, angeln. Was haben sie gemacht? Die haben am Freitag ihre Netze, Fangnetze, und die haben Kanäle gebaut für die Wale und die Fische. Und dann haben sie diese am Samstag, die Wale und die Fische, die kamen durch diese Kanäle und die wurden gefangen in diesen Netzen. Und dann kamen sie am Sonntag. Und sie haben alles rausgeholt und sie haben das natürlich gegessen. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala sie bestraft. Aber sie haben gesagt, wir haben doch am Samstag nichts getan, wie Allah das gesagt hat. Aber ihre Absicht und ihr Plan war bekannt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb wurden sie bestraft. Deshalb sollte der Muslim aufpassen. Du darfst nicht, lieber Muslim, du darfst nicht tricksen in deiner Religion. Und du darfst nicht denken, wenn du etwas trickst, damit du Haram zu Halal erklärst oder damit du etwas Haram erreichen willst durch Halal, dass du so gewonnen hast, sondern du bist der Verlierer. Du bist der Verlierer, weil Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß. Und in unserer Religion gibt es eine große Regel, und zwar die Mittel, die man benutzt, hat das gleiche Urteil wie die Absichten. Das bedeutet, wenn du eine Absicht hast, dass du irgendwas, was Haram ist, zu interpretieren oder zu tricksen und am Ende zu sagen, nein, ich habe kein Haram begangen, dann wirst du davon nicht kommen, weil Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was du in deinem Herzen trägst. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was du tust. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, macht nicht wie die Leute von Volk Israel.
Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen bestimmte Sachen verboten, dann haben sie getrickst, um diese Sachen als halal zu erklären. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala sie bestraft. Wenn Allah etwas verboten hat, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala auch verboten, dass man das verkauft und dass man den Ertrag davon zu sich nimmt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so bewahren. Und wir wissen genau, Allah sieht und weiß und Allah hört und Allah ist mit uns. Und Allah weiß, was wir im Herzen tragen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und vergeben.